Der erste Redner ist am Wort. Mario Lindner, SPÖ. Ist heute salonfähig. Zitat Ende. Dieser Satz stammt nicht aus irgendeiner Hetzschrift. Er kommt nicht von einem Hasskommentar aus den sozialen Medien. Dieser Satz stammt von der Webseite eines niederösterreichischen Hotels, eines Hotels, das sich stolz ein Anti-Homo-Haus nennt. Und das damit Werbung macht, dass die Betreiber Homosexualität ablehnend und nicht mit AIDS oder Syphilis zu tun haben wollen. Ganz legal und ganz im Rahmen der Gesetze. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, genau solche hetzerischen Aussagen sind heute in Österreich noch legal. Ein Unternehmen darf ganz offen damit Werbung machen, dass es gegen Schwule, gegen Lesben, gegen bisexuelle Personen diskriminiert. In Österreich dürfen Menschen noch immer aus Lokalen geworfen werden, eine Wohnung nicht bekommen, eben nur, weil sie lieben, wen sie eben lieben. Und genau dasselbe gilt übrigens für das Thema Alter. Diskriminierungen aufgrund des Alters sind hierzulande auch vollkommen legal und rechtlich vollkommen in Ordnung. In beiden Fällen sind wir eines der letzten europäischen Länder, die sowas zulassen. Und während wir hier untätig bleiben, hat ein Drittel aller LGBTIQ-Personen laut aktuellen Studien in den vergangenen 12 Monaten Diskriminierung im Privatleben erlebt. Knapp ein Viertel in Lokalen oder Bars und fast jeder Zehnte bei der Wohnungssuche. Wir sind Schlusslicht in Europa, wenn es darum geht, unsere Bürgerinnen und Bürger vor Hass, vor Ausgrenzung und Diskriminierung zu schützen. Und das ist für ein Land wie Österreich wirklich unwürdig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, woran das liegt, nämlich daran, dass eine Partei in diesem Haus sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit Händen und Füßen gegen einen umfassenden Schutz vor Diskriminierung wehrt. Der fehlende Schutz hat einen Namen, ÖVP. Aber gerade die Debatte um das Anti-Homo-Haus hat ja gezeigt, dass es auch bei manchen Kolleginnen von der ÖVP langsam ein Umdenken gibt. Es wäre höchste Zeit. Nicht nur hier im Nationalrat, sondern auch in der Wirtschaftskammer sprechen sich inzwischen ÖVP-Funktionäre für den vollen Diskriminierungsschutz aus. Nutzen wir gemeinsam diesen Moment und handeln wir endlich. Wir geben Ihnen dazu mit diesem Gesetzesantrag die Chance. Was wir heute zu diskutieren beginnen, ist nicht weniger als das umfassendste Antidiskriminierungsgesetz der letzten 20 Jahre. Es würde Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität und des Alters nicht nur im Privatleben endlich verbieten, sondern auch zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung, bei Sozialleistungen oder im Bereich der Bildung. Kurz gesagt, dieses Antidiskriminierungsgesetz würde Österreich beim Schutz der Menschenrechte endlich ins 21. Jahrhundert bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich meine es ernst. Nutzen wir diese Chance, diskutieren wir im Ausschuss, bringen Sie Ihre Ideen und Inputs zu diesem Gesetz ein und suchen wir gemeinsam die beste Lösung für jene Menschen in unserem Land, für die Diskriminierung leider noch immer zum Alltag gehört. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen von den Regierungsfraktionen, tun wir etwas. Lassen Sie nicht Parteipolitik oder Fraktionslogik oder Angst vor Randgruppen in Ihrer eigenen Partei eine ernsthafte Debatte über Diskriminierungsschutz verhindern. Wir sind es den Menschen in Österreich schuldig. So Mario Lindner von der SPÖ.